Wir machen sie fertig, was sonst? Ja, sehr gut, das ist eine richtige Antwort. Okay, das Spiel wurde angepfiffen. Wir befinden uns jetzt gerade in der Ready-Phase. Die Spieler müssen jetzt vollständig autonom zu ihren Startpositionen laufen. Die Teamleader und die Teammitglieder dürfen jetzt nicht mehr eingreifen. Links in blau, von Ihnen aus gesehen rechts, das Team aus Leipzig in gelb, wie die richtigen Fußballer auch, die Spieler aus Dortmund. 30 Sekunden haben die Spieler jetzt Zeit, für ihre Position sich einzufinden. Whatever, set. Ja, genau. Dann jetzt sind wir schon in der Set-Phase, der Ball wird hingelegt. Falls Spieler nicht an legalen Positionen stehen, werden sie nochmal vom Schiri umgesetzt, ist aber nicht so. Der Anpfiff war gut. Die Spieler erkennen mittlerweile selbstständig den Pfiff und das Spiel geht los. Blaue Spieler aus Leipzig dribbelt den Ball schon souverän an der Verteidigung vorbei, fällt dann aber leider um. Das ist nicht so gut. Gelb fällt drüber, schöne Klumpenbildung. Das ist sehr gut. Aufstehen funktioniert schon mal ganz gut. Aber die Erkennung, ob da jetzt ein anderer Roboter ist, ist nicht so gut. Also schönes Kegeln, aber das ist schon okay. Hier gehen schon die Teammitglieder aus Dortmund, laufen schon heiß, werden schon die neuen Strategien geplant. Aber es befindet sich hier gerade noch eine schöne Rudelbildung, aber das wird sich gleich auflösen, wenn der Ball mal wieder rausgetreten wird. Das schaffen die jetzt bestimmt. Leichte Verwirrung, wo es denn eigentlich hingeht, aber das ist halt in dieser Liga doch noch normal. Alles ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber es ist schon sehr beeindruckend zu sehen, wie die Roboter auf zwei Beinen hier handeln. Oh, da läuft der Spieler vorbei, hat sich wahrscheinlich falsch lokalisiert. Wenn Sie mal hier auf diesen Monitor hinter diesem wunderhübschen Schiedsrichter schauen, dann sehen Sie auch das Weltmodell der Roboter, also das, was die Roboter tatsächlich denken, wo sie sich auf dem Spielfeld befinden. Da kann man immer mal drauf schauen. Und mal sehen, ob das denn so stimmt, weil wir haben natürlich hier eine wunderbare Position von außerhalb, können das Spielfeld überblicken. Die Roboter sehen in ihrer Kamera leider nicht so viel. Immer nur den Ball und die unmittelbare Umgebung um sich rum. Da ist es schon auf der einen Seite sehr, sehr schwer, überhaupt sich zu lokalisieren auf dem Feld. Ah, schön vorbeigetribbelt. Die Nummer 3 hätte jetzt mal Möglichkeit, nach vorne zu passen. Passspieler, vielleicht weiß er nicht, wo sein Mitspieler ist, aber stattdessen geht der Ball ins Aus. Oh, liegt nur auf der Linie. Liegt nur auf der Linie, ja, das lassen wir mal gelten. Ja, da war der Ball noch ein bisschen, die Linie noch touchiert. Schiedsrichter hat natürlich auch eine gewisse Handlungsspielraum. Ja, das ist schon okay. Ah, zwei Leipziger kämpfen um den Ball. Einer zieht den kürzeren. Oh, aber vorbeigetribbelt. Steht jetzt in guter Schussposition. Denkt sich aber, wir müssen noch ein bisschen rumlaufen. Mal schauen, jetzt könnte er schießen. Schießt auch, aber leider vorbei. Der Ball geht er ins Aus. Ja, liegt auch noch auf der Linie. Ja, jetzt müssen wir da mal sagen. Der Schiedsrichter konzentriert sich auch nur auf den Ball. Sieht den Rest vom Spielfeld auch nicht. Ja, jetzt schaut er mal nach oben. Ja. Gut, die Situation gelöst. Erstmal nach vorne und ein wunderschöner Pass zur Nummer 4. Abseits gibt es noch nicht in der SPL-Liga, aber das könnte jetzt mal schnell gehen. Sind aber auch gleich zwei Verteidiger da. Schön nach vorne gespielt. Jetzt könnte der Torwart nach draußen gehen. Ah, jetzt kann man mal schauen. Ah, der Spieler aus Dortmund setzt sich durch. Der Torwart entscheidet, nach draußen zu laufen in Manuel Neuer Manier. Jetzt kommt es zum Zweikampf. Taktik, Kampf um den Ball, da darf man nochmal den Gegenspieler umrennen. Oh, Torwart dachte, dass der Ball geschossen wird. Liegt jetzt ein bisschen abseits, aber das passiert auch. Dafür haben wir ja noch Verteidiger da, die sich darum kümmern können. Aber der Dortmunder, der macht das ganz gut. Blockiert, wartet auf seine Mitspieler, die aber lieber denken, ja, wir müssen hinten auch absichern. Angriff abgewehrt, jetzt wieder von hinten Spielaufbau von der Nummer 4 aus Leipzig. Könnt ihr den Ball nach vorne schießen? Mitspieler stehen frei, Nummer 5, super Pass. Ist auch noch nicht so ganz sicher, wo der Ball ist.
Die Spieler haben mit verschiedenen Problemen zu kämpfen hier auf dem Feld. Ich habe eben schon die Lokalisierung etwas kurz angesprochen. Das Spielfeld ist symmetrisch, es ist immer schwer zu entscheiden, ob man auf der eigenen Seite oder auf der gegnerischen Hälfte steht. Das kriegen die Spieler hier gerade aber ganz gut hin. Anderes Problem ist auch, seit letztem Jahr ist der Ball nicht mehr farbig markiert, sondern auch schwarz und weiß. Auch schwer zu erkennen. Oh, das war ein Handspiel, aber das ist egal. Roboter fällt wieder um, schön Klumpenbildung. Der Ball ist nicht mehr farbig markiert, ist schwarz und weiß, ist manchmal auch sehr schwer zu unterscheiden. Ja. Jetzt könnte der Ball mal dahin, der Ball mal wieder freigespielt werden. Schöner Pass nach außen. Jetzt könnte die Nummer 5 aus Leipzig den Ball mal nach vorne schießen. Na, dribbelt in den Mann. Oh, aber da kommt der Pass. Jetzt steht vorne der Mitspieler frei. Traut sich aber noch nicht so ganz. Nummer 4 fällt um. Vielleicht auch gestern ein bisschen lang gesumpft, aber man weiß es nicht. Schöner Kampf um den Ball. Man merkt schon, dass der Lauf von den Dortmundern etwas stabiler ist und besser mit der Situation klarkommt. Aber dafür den Ball nicht so richtig erkannt. Ah, in den Lauf gespielt. Jetzt könnte die Situation brenzlig werden. Aber souverän gelöst. Die Roboter dürfen auch untereinander kommunizieren. Und könnten theoretisch, wissen sie, wo die anderen Spieler stehen. Aber wenn die Position, die eigene Position schon etwas nicht so in Ordnung ist, dann kann es auch zu Verwirrung führen. Aber die sogenannte Teamstrategie, die es auch im Spiel gibt, wird immer komplexer, kann aber auch zu vielen Fehlern führen. Jetzt sieht es aber mal ganz gut aus, Nummer 4, schon sehr gut, richtet sich aus zum Tor und könnte jetzt schießen. Was passiert? Der Torwart hat schon gedacht, der Ball kommt, hat sich schon mal vorsichtshalber... Ah, der Ball rollt. Leider nicht fest genug geschossen, aber... Können sich nicht entscheiden, die Dortmunder Spieler, wer jetzt zum Ball geht. Das könnte die Chance für die Nummer 2 aus Leipzig sein, die sich durchkämpft. Ja, jetzt wird es aber... und fällt leider wieder um. Es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt von Vorteil, dass da so viele Spieler stehen, die sich gegenseitig umwerfen. Oh, jetzt wäre die Chance. Der Leipziger ist durch. Jetzt bloß nicht umfallen. Und. Das wird jetzt... da fällt das 1:0 für Leipzig. Spiel ist unterbrochen. Dortmund nimmt einen Timeout. Scheinbar gibt es Probleme mit dem Verhalten. Alle Spieler werden jetzt vom Feld genommen, können nochmal 5 Minuten kleine Änderungen durchgenommen werden, aber man merkt schon, die Hektik ist groß. 5 Minuten hört sich lange an, aber wenn man alle Roboter erstmal wieder anschließen muss, sich entscheiden muss, was macht man jetzt? Jetzt ist die größte Chance, doch mal ein bisschen Mist zu machen, aber vielleicht können wir hier einen Dortmunder Spieler mal kurz interviewen, was passiert ist. Ja, wir haben festgestellt, dass wir ziemlich viele Bälle auch in gegnerischen Robotern sehen, sogar in unseren eigenen Robotern. Und wir wissen auch, dass wir gestern das schon besser gemacht haben und werden da jetzt entsprechend den Code zurückstellen. Ja, das ist ja natürlich schön, dass wir hier auch die Roboter beeinflussen können. Werden jetzt noch Kleinigkeiten geändert, das wird bestimmt besser. Und immer noch optimistisch fürs Ergebnis? 1:0 ist bis jetzt schon besser, als ich erwartet habe. Das ist doch mal schön. Also sehr spannendes Spiel. Gerade auch jetzt die letzten Spiele werden definitiv sehr, sehr spannend. Wir haben dann heute nochmal ein Spiel um Platz 3. Da werden dann die Verlierer aus den beiden Halbfinalen gegeneinander spielen. Die Zeiten sehen Sie hier vorne auf dem Monitor, habe ich leider auch nicht im Kopf. Das Finalspiel ist um 15 Uhr. Hier auch. Der erste Final... Teilnehmer steht schon fest, der wurde heute Morgen um 9 Uhr bereits ausgetragen. Das ist die Bremer Mannschaft. Guck mich nicht so an. Matthias ist ein bisschen böse über das, was ich sage, aber das ist mir egal. Da stehe ich drüber.
Wir sind hier 9 Mannschaften, die dieses Jahr im RoboCup German Open teilnehmen. Das erste Mal in diesem Jahr aufgeteilt in den Champions Cup und in den Challenge Cup. Sehr, sehr interessante Spiele gab es gestern auch schon. Hatte ich absolut keine Ahnung mehr, für wen ich das. Aber wie gesagt, heute nur noch die Halbfinale- und Finalspiele. Ich kann noch ein bisschen was zur RoboCup Foundation selber erzählen. Hier sind ja sehr viele Mannschaften, sehr viele Teilnehmer, auch mit anderen Ligen. Und die RoboCup Foundation hat sich zum Ziel gesetzt, 2050 tatsächlich mal den amtierenden Weltmeister mit Robotern zu schlagen oder zumindest ebenbürtig zu sein. Und wenn man mal die Entwicklung in den letzten 10, 15 Jahren, seitdem es die Liga gibt, sieht, am Anfang haben wir noch mit vierbeinigen Hunden gespielt, die man auch in der Halle nebenan, aber da ist, glaube ich, heute nichts mehr. Kleine Roboterhunde hat man da gespielt und dann hat man aber vor circa 6, 7 Jahren gewechselt auf diese humanoiden Roboter, zweibeinige Roboter, und allein diese Entwicklung, der Schritt ist schon sehr, sehr herausfordernd für die Teams gewesen, aber auch, man sieht schon, es ist, das Spiel ist mittlerweile auch geprägt von Taktik und die technischen Probleme wie das Laufen oder Ballerkennung werden jedes Jahr herausfordernd, ein bisschen anstrengender gemacht. Das Spielfeld hat sich dieses Jahr geändert, ist jetzt ein anderer Teppich als vorher. Das Laufen ist ein bisschen instabiler geworden dadurch, die Spieler rutschen viel mehr. Und wir haben sogar noch Glück dieses Jahr, weil das Spielfeld, der Teppich ein bisschen normalerweise längere Borsten hätte. Da fallen die Spieler dann doch nochmal ein bisschen mehr um. Ich habe es vorhin erwähnt, der Ball ist mittlerweile nicht mehr farbig kodiert. Ganz am Anfang hatte man sogar noch gelbe und blaue Tore. Da konnte man dann besser entscheiden, auf was für eine Spielhälfte man sich befindet. Aber das wird von Jahr zu Jahr schwerer. So, die Leipziger Mannschaft ist schon wieder fertig. Wir haben noch 90 Sekunden Zeit. Man merkt, die Anspannung ist hoch, gerade bei den Dortmundern, die jetzt nochmal alle Roboter flashen müssen, und die Chancen stehen gut, dass man eher den Code verschlimmbessert und eventuell einen falschen Stand flasht, aber da sind die Dortmunder, die von Anfang an in dieser Liga dabei sind, auch routiniert genug, dass sie das in noch nicht mal 4 Minuten jetzt geschafft haben, da Parameter zu ändern, neue Software aufzuspielen. Und sind jetzt mittlerweile auch zurück. Dann geht es nämlich gleich weiter. Die reguläre Spielzeit sind noch knapp 3 Minuten, also da ist noch einiges möglich. In den Finalspielen wird die Uhr auch immer gerne mal angehalten. Und wir haben natürlich noch eine zweite Hälfte. Steffi, mit der ich mich gerade unterhalten habe, ist der virtuelle Schiedsrichter am Game Controller. Die einzige Möglichkeit, mit den Robotern während des Spiels zu kommunizieren. Der Schiedsrichter teilt den Spieler mit, ob sie eventuell einen Foul begangen haben, ob sie penalized worden, also rausgenommen werden und mal 30 Sekunden pausieren dürfen. Und zeigt auch an, wer jetzt Tor geschossen hat. So, jetzt geht's wieder los. Wir fangen wieder mit der Ready-Position an. Hier wird die Spielzeit angehalten, im Gegensatz zu den Vorrundenspielen. Da zählt das jetzt schon zur Spielzeit. In den Finalspielen, in den K.O.-Spielen wird das nicht mitgezählt. Jetzt haben die Spieler wieder Zeit, sich auf dem Feld zu sortieren. Die Dortmunder haben das schon gemacht. Die Dortmunder haben den Ball jetzt erstmal nicht. Deswegen stehen sie ein bisschen weiter weg vom Mittelkreis, dürfen diesen auch erst nach 10 Sekunden, nachdem angepfiffen worden ist, betreten. Leipziger sortieren sich jetzt noch ein bisschen am Mittelkreis, weil sie Kickoff haben. Die dürfen nämlich jetzt als Erster an den Ball. Wenn der Schiri anpfeift, nämlich genau jetzt, geht das Spiel los. Die Roboter erkennen den Pfiff selbstständig. Nummer 5 von den Leipzigern läuft sich schon mal frei. Die Nummer 4 geht zum Ball und könnte jetzt einen schönen Pass spielen. Ja, läuft eher mal dagegen, will ihn erstmal aus dem Mittelkreis raus haben. Er darf nicht direkt aufs Tor schießen, das hatten wir auch schon. Das ist dann nicht legal, das dürfen sie nicht. Schön durchgedribbelt, freie Bahn, aber den Ball ein bisschen weit vorgelegt. Das ist jetzt nicht so schön. Und jetzt kämpfen wieder 2 um den Ball. Ah, diesmal zieht die Dortmunder den kürzeren. Der Leipziger hat den Ball schon wieder gesehen. Könnte jetzt mal zur Nummer 5 spielen, der steht da drüben einsam und frei. In der Bundesliga würde das jetzt sträflich bestraft werden.
Im Roboterfußball ist man noch nicht ganz so schnell und so geistig anwesend. Es ist auch noch relativ früh am Sonntag. Der Informatiker an sich, der schläft eigentlich noch. Muss hier aber mit Kaffee wachgehalten werden. Interessant, also im Moment steht es... Ah, das war jetzt vielleicht ein Foul. Der Schiedsrichter lässt hier viel laufen, er will den Spielfluss nicht unterbrechen. Und am Ende hat der Schiedsrichter leider immer recht. Ist schon da, jetzt von hinten. Das wäre jetzt kein Pushing, weil der Ball im Spiel ist. Da geht es jetzt einfach nur um den Ball, Kampf. Jetzt hat mal die Nummer 5 den Gegner zu sehr auf die Pelle gerückt. Und jetzt muss er zur Strafe, kann er mal 30 Sekunden über sein Handeln nachdenken. 45 Sekunden, das wird ja immer schlimmer. Das ist das Spiel ja schon fast rum. Naja. Den Ball doch noch nach vorne gespielt. Die Roboter haben sehr, sehr viele Motoren, sind glaube ich mittlerweile an die 24 Stück in den Robotern drinne. Und die permanent angesteuert werden, um den Roboter vorwärts zu bewegen und auch am Stehen zu lassen. Je länger das Spiel geht, umso wärmer werden auch diese Motoren und dann kann es immer sein, dass gegen Ende vom Spiel die Roboter öfter mal umfallen. Jetzt aber mal eine schöne Kombination von den Leipzigern. Nummer 5 darf jetzt wieder reinlaufen. Hat aber noch einen weiten Weg vor sich. Und auch der Lauf von den Leipzigern ist nicht so stabil. Man munkelt, dass derjenige, der dafür verantwortlich ist, gerade heiratet. Und da fällt das 2:0 in der Schlussphase. Das ist natürlich für die Motivation sehr, sehr schlimm. Psychologisch ein sehr schlechter Moment. Jetzt gibt es erstmal Halbzeit. 10 Minuten, dann geht's weiter in der zweiten Halbzeit. Die Dortmunder haben noch mal 10 Minuten Zeit, das Ganze von hinten wieder aufzurollen. Bis dann. Thank you.
Sekunden, die 3 Minuten. So, hier geht's jetzt gleich weiter. Oh, ist ja noch voll lange Zeit. Hätte ich ja noch eine Kippe rauchen können. Na, ich rauche ja gar nicht. One minute.
So, eine Minute haben wir noch Zeit. Die Leipziger sind schon strebermäßig unterwegs, haben die Roboter schon mal hingestellt. Wir können von Glück reden, dass sie weiter weg von mir stehen. Da komme ich nicht hin, um sie mal auch eine Frage zu stellen. Aber da bist du, Olli, wieder da. Ja, Olli, Mensch, wie sieht's denn aus? Was habt ihr noch so geändert? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe gerade ein Musikvideo geguckt. Ja, da merkt man hier, die Spannung ist hoch. Ja. Wird alles hochgehalten, aber dafür ist ja auch nicht der Teamleader. Der hat zu tun, ja, genau. Der muss nämlich jetzt noch entscheiden, ob jetzt noch was geändert wird. Die Leipziger sind wieder total tiefenentspannt. Gell? Ja, alles gut. Ja, wieder einen Kasten Mate heute Morgen gesoffen. Ja, alles klar. Läuft bei denen. Alles klar. So, jetzt kann es gleich wieder losgehen. Die Spieler sind schon bereit. Ja, whatever. Muss ich, ja, genau. Es geht jetzt schon mal los. Ready? Wie? Oha, das ist jetzt gerade nicht so gut, ist ein bisschen gesprungen, aber das war Absicht, höre ich gerade, ja. Und einfach damit es ein bisschen spannender wird beim Einlaufen. Dortmunder haben sich schon zusammengestellt, Torwart ist da, haben anscheinend auch Kickoff stehen, direkt am Anschlusskreis. Nochmal hier ein Verweis vorne auf den Monitor, sehr schön zu sehen, das Weltmodell der Roboter. Also was denken Sie, wo Sie sich gerade befinden? Die Dortmunder sind da auch sehr, sehr zuverlässig, sieht sehr, sehr gut aus. Bei den Leipzigern ist noch viel Bewegung drin, die haben auch noch ein bisschen Zeit, aber sieht auch sehr gut aus, wissen auch alle, wo sie stehen. Tippeln noch ein bisschen. Jetzt ist Set, der Ball wird hingelegt und der Ball ist ein bisschen weggerollt. Ich kommentiere da jetzt auch nichts, ist schon okay. Ich persönlich würde ihn ja wieder hinlegen, aber ich bin ja zum Glück nicht Schiedsrichter. Jetzt geht's los. Ja, der Ball ist jetzt frei. Dortmunder laufen direkt aus dem Anschlusskreis raus und können, sobald sie da draußen sind, auch direkt aufs Tor holzen. Könnten das ausnutzen, aber wird lieber aufgebaut. Aber schießt beim Aufstehen den Ball Richtung aus. Aber dafür ist jetzt auch die Nummer 5 der Dortmunder schon wieder da. Und schießt den Ball Richtung Tor, wird aber noch geblockt vom Leipziger Spieler. Da sind jetzt zum Glück auch noch genügend Spieler da. Wir hatten heute Morgen in dem ersten Halbfinalspiel auch schon die Situation, dass bei den Bremern verschiedene Roboter aus technischen Problemen herausgenommen werden mussten. Die haben am Ende auch nur noch mit 2 Leuten gespielt. Das kann auch passieren. Es gibt hier keine Verwarnung und trotzdem können aber auch Spieler, wenn sie zu viel pushen, dauerhaft vom Spiel ausgeschlossen werden. Aber das kommt jetzt zum Glück nicht mehr vor. Der Leipziger hat jetzt die Situation geklärt, hat den Ball doch rausgeschossen. Aber vorher hat man gesehen, dass die Ballerkennung bei den Dortmundern nicht so richtig... Und der Torwart hält diesen Schuss wunderbar. Wunderbare Situation. Torwart kann wieder aufstehen, aber der Dortmunder ist jetzt schneller am Ball, dreht sich und könnte von der Seite schießen. Stattdessen geht der Ball ins Aus. Dortmunder haben ihn rausgeschossen. Deshalb wird der Ball auch weiter hinten wieder hingelegt. Aber das nutzen die Dortmunder souverän aus, sind schnell am Ball, können von da hinten schießen. Machen sie auch und er sieht gut aus. Der Ball rollt und ist... Der ist noch drin! Da ist noch nicht die vollständige Linie überquert, aber da ist jetzt auch ein Leipziger dran, der in Ordnung vorschießt. Sehr schön, das ist der Anschlusstreffer. So sollte das laufen. Noch 8 Minuten Zeit. Zeit wird angehalten, habe ich gesagt vorhin. In den Finalspielen wird die Zeit angehalten. Und jetzt wird das alles natürlich nochmal eine ganz knappe Geschichte. Am Anfang haben die Leipziger natürlich locker gedacht, dass wir schaukeln sie sicher nach Hause. Aber sieht gut aus, Olli, oder? Ja, ich muss auch sagen, hier unser Kollege, der den Lauf hier getunt hat, der hat jetzt auch mal Mut bewiesen, mal ein bisschen aufzudrehen, dass wir schneller laufen. Wir sehen, wo es noch hinführt. Ja, es sieht sehr gut aus. Aber man darf die Leipziger niemals unterschätzen, ne? Die kommen immer zurück. Jetzt haben die Leipziger mal wieder Anschluss.
mal die Chance, den Ball nach vorne zu tragen. Play. Entscheiden sich. Illegal Defender. Erst nach 10 Sekunden darf der Spieler der Dortmunder den Mittelkreis betreten. Hat sich jetzt nicht dran gehalten. Und jetzt mal die Chance für die Leipziger, den Ball nach vorne zu tragen. Sehr schön, die Dortmunder umspielt. Ein weiterer Spieler ist frei. Wird jetzt geschossen oder ein Passspiel gemacht? Nicht sicher, wo er ist. Läuft aber vorbei. Den ersten Abwehrspieler überspielt. Den Ball dann aber leider etwas zu weit nach vorne gelegt. Aber das an dem Dortmunder vorbei, der ihn nochmal schön umschubst. Aber das ist okay. Normale Härte. Der Torwart versucht die Situation zu klären. Der Torwart der Dortmunder Mannschaft war nicht mehr aktiv, kann dann rausgenommen werden. Ohne Torwart ist die Situation natürlich jetzt schwer zu klären und auch weil die Leipziger schön an den beiden Verteidigern vorbeigespielt hat. Jetzt die Situation, ein Tor zu schießen, mal gucken, wer am schnellsten am Ball ist. Oh, jetzt wird es natürlich da ein Gewusel. Die Nummer 3 von den Leipzigern kommt von hinten an, weil der Dortmunder Spieler nicht so sicher ist, wo er denn jetzt hier überhaupt, was er mit dem Ball anfangen soll. Dreht sich ein bisschen um den Ball, will den natürlich sicher klären. Oh, das war jetzt wichtig, dass der Ball mal erstmal da weg ist, aber die Leipziger sind schneller am Ball und könnten von der Situation da hinten natürlich Gebrauch machen. Spannende Situation. Wird das jetzt was? Ah, da geblockt. Oh, da ist jemand nicht lokalisiert. Ja, die Nummer 3 wird jetzt runtergenommen, weil er eigentlich aus dem Spielfeld rausgelaufen wäre. Yellow one back. Ah, die Spannung steigt. Oh nein, der Torwart fällt leider um. Jetzt die Chance für den Leipziger. Nein, beim Aufstehen noch gesaved. Und der Nummer 3 läuft hier zum 3:1. Wir wissen es noch nicht. Jetzt die Chance und? Und? Ja, da ist das 3:1. Man merkt schon, hier wird die Situation immer angespannter. Man muss hier sehr viel koordinieren, wenn da vorne so ein Gewusel ist. Der Head Ref muss die Situation natürlich auch sehen. Das Spielfeld ist sehr groß, hat keine Augen hinten am Rücken. Das kann mal vorkommen. Muss dann seine Commands auch an den Computerschiedsrichter weitergeben. Und er muss noch das Richtige reinmachen. Und dann gibt es noch die 2 Assistant Referees, die dann dafür zuständig sind, die jeweiligen Roboter vom Feld zu stellen. Aber das kann dann ganz schön hektisch werden. Mittlerweile läuft es aber ganz gut. Aber die Nummer 3 hat es jetzt nicht geschafft, in der richtigen Zeit in die eigene Hälfte zurückzulaufen. Wird jetzt vom Schiedsrichter von Hand an die richtige Position gestellt. Die sind immer ein bisschen schlechter, als wenn sie selber laufen würden, sind jetzt sehr weit hinten am Feld, haben natürlich nicht so schnell die Möglichkeit, ins Geschehen einzugreifen. Aber man merkt schon, sehr, sehr spannendes Spiel. 5 Minuten sind noch Zeit. 2 Tore müssen die Dortmunder noch schießen, um hier in die Verlängerung zu kommen. Hier gibt es dann auch ein Elfmeterschießen, wenn es denn soweit ist. Ah, schön gewusel, 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 gewusel. Und dann gibt es wieder Kegeln. Pushing-Strafe, jetzt wird wieder hier um den Ball gekämpft. Ich kann noch ein bisschen was zur Liga erzählen, das Spiel ist ja gerade nicht so spannend. Ja, wir sind hier in der SPL, in der Standard-Plattform-Liga. Die Roboter sind alle gleich, wie Ihnen bestimmt aufgefallen sind. Auf dem Feld nebenan gibt es eine andere Liga, wo die Roboter auch selber gebaut sind. Hier geht es nur darum, die Software anzupassen. Wir dürfen nichts an der Hardware verändern, außer den Trikots, aber das zählt ja nicht. Und das macht es auf der einen Seite ein bisschen leichter, weil wir eben uns nicht darum kümmern müssen, die Roboter auch selber zu reparieren, Teile dafür zu machen, zu besorgen.
um zu gucken, ob die miteinander funktionieren, sondern wir müssen uns nur um die Software kümmern, aber nur in Anführungsstrichen. Man sieht, dass das schon eine sehr, sehr große Aufgabe ist. Jetzt mit fortschreitender Spieldauer merkt man immer mehr, dass die Roboter dann doch langsam ein bisschen unfit werden. Das Aufdrehen der Leipziger Spieler könnte jetzt auch zum Problem werden, weil natürlich die Motoren da sehr viel mehr beansprucht werden und dann, wenn sie heiß werden, nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten und dann öfter der Roboter mal umfällt. Aber hier die Nummer 3, sehr, sehr robust, schafft das alles. Könnte jetzt mal den Ball abspielen, aber muss sich erstmal ausrichten. Aber dann sind die beiden Dortmunder wieder aufgestanden und können die Situation vielleicht klären. Jetzt ein Schuss von hinten. Nein. Da kommt dann lieber die Nummer 2 aus Leipzig und versucht die Situation noch ein bisschen zu klären. Spannender Zweikampf hier vorne an der Ecke. Der Rest vom Spielfeld ist frei. Oh, ein Schuss aus hinten und der Leipziger Spieler wirft sich. Der Ball geht aber leider ins Aus. Und wird jetzt weit in der eigenen Hälfte wieder hingelegt. Chance für die Leipziger, aber auch für die Dortmunder. Man hat schon gesehen, dass der Schuss sehr stark ist und man auch von hinten schießen könnte. Sehr schnell am Ball, das hat sich schon gelohnt. Und da wird der Ball nach vorne getragen. Vorbei an dem Leipziger Spieler. Die Nummer 4 hat es natürlich mitbekommen, dass der Ball dahin geschossen worden ist. Sieht ihn aber gerade nicht, genauso wie ich die Situation leider nicht sehen kann von meinem Pult hier oben. Ah, die Chance, gerade noch vom Fuß runtergenommen und eine kleine Slapstick-Einlage. Und es gibt einen schönen Turm, das passiert auch mal ganz gerne. Der Verteidiger ist da und müsste sich jetzt um den Ball drehen, das passiert dann auch. Weiß natürlich, dass er in der eigenen Hälfte ist und muss den Ball möglichst weit wegschießen. Die Nummer 4 schafft es nicht mehr aufzustehen. Das ganze Turnier ist natürlich anstrengend. Alles schon getaped. Fragen sich vielleicht auch einige, so die Hände hier abgeklebt sind bei manchen Mannschaften. Man kann die Hände zwar benutzen bei diesem Roboter. Ist ja ein Roboter der Firma Aldebaran aus Frankreich. Den können Sie sich auch kaufen, wenn Sie zu viel Geld haben. Aber wir sollen damit Fußball spielen, möchten natürlich auch nicht mit den Händen spielen und bei dem ganzen Aufstehen sind die leider immer mal ein bisschen Mitleidenschaft gezogen. Deswegen werden die abgeklebt, das ist okay, wenn man da nicht hängen bleibt. So, wir haben jetzt noch 90 Sekunden Zeit. Es wird knapp für die Dortmunder Mannschaft. Müssen jetzt mal einen Lauf starten. Zu sehr in die Offensive gegangen. Da hinten der Raum ist frei. Jetzt für die Nummer 2. Die Möglichkeit, den Sack hier zuzumachen. Dribbelt den Torwart aus. Ist das eine Schmach? Das Tor ist frei und da fällt das 4:1. Die Entscheidung. Ja, Olli, jetzt wird's eng. Das sieht so aus. In 50 Sekunden sehe ich unsere Chancen allerdings noch. Naja. Ja, aber wie ist es? Torwart-Tor zählt doppelt. Geht es ja auch? Torwart-Tor zählt doppelt wo? Ja, weiß ich nicht. Könnte ja sein. Weiß auch nicht. Na gut, vielleicht sollte man es ausprobieren, den Torwart schnell nach vorne stellen. Strategien können jetzt auch noch geändert werden, aber das wird auch alles ziemlich knapp. 54 Sekunden sind noch auf der Uhr. Gelb hat Anstoß. Schnell den Anschluss. Das wäre jetzt gut. Die Spieler haben sich sehr schön sortiert. Und jetzt nochmal die letzte Chance, einen Anschlusstreffer zu machen. Nummer 5 läuft sich schon mal frei. Ein schöner Pass. Läuft aber leider ein bisschen zu weit. Das hätte man besser lösen können. Aber das lässt ja auch noch Zeit, ein bisschen für das Spiel um Platz 3 eventuell noch Änderungen zu machen. Spieler Nummer 3 hat sich jetzt wieder schön an allem vorbei gedribbelt. Könnte einen Pass nach vorne spielen. Ja,
10 Sekunden haben wir noch, vielleicht sehen wir noch ein Tor. Wenn er von da jetzt schießen würde, nein, aber der letzte Verteidiger fällt um. Jetzt ist das Spiel vorbei. Somit steht das Finale um 15 Uhr fest, und zwar zwischen HTWK aus Leipzig und dem mehrfachen Weltmeister aus Bremen. Spiel um Platz 3, auch bestimmt ein sehr, sehr spannendes Spiel. Olli, zufrieden? Ja, und bei der Gelegenheit grüße ich auch meine Mama. Und, sehr schön. Also wir sehen uns alle wieder um 13.30 Uhr zum Spiel um Platz 3. 12.30 Uhr. 12 Uhr. Okay, Finals von der zweiten Liga hier auf diesem Feld. Bis dann, ciao.